Kannst du mal auf bereit drücken? Spezialk. Aber ab geht's. Ich dachte begrüßen. Ach so, ich dachte, das soll scheiße ein zweites deine Begrüßung sein. Nein. Können gerne nochmal starten, so eine Begrüßung ist doch voll öde. Du musst zurück und ich lass alles drehen. Alright. Da. Nee. Ah, mindestens Strecken, die du kennst, gell? Den Cup mussten wir vorhin noch im normalen Modus spielen, damit ich überhaupt den Spiegelmodus freispielen kann. Mal schauen. Was hab ich überhaupt nochmal für eine Kombi hier? Was für ein Kinderwagen fährt denn Bowser bitte gerade? Das ist echt ein Kinderwagen. Gibt's denke ich gar nicht hier. In Mario Kart Wii gab's einen Kinderwagen. Nee. Doch? Erwischt. Mario regt sich gerade nicht auf. Und ja, wir sind die Strecke mal kurz vorhin angefangen. Kurz? Also einmal. Ich musste hier Erster werden. Das ist ja sehr piratenmäßig hier. Alter, mindestens ist meine Kombi etwas besser als das letzte Mal. Und übrigens der letzte Charakter, den wir im Let's Play noch nicht gesehen haben. Danach haben wir alle durch. Und ich kann wieder meine Charaktere nehmen, mit denen ich umgehen kann. Wie viele Charaktere sind es nochmal? Einige. 30, 35? Wow. Du hast ja alle durch, mein lieber Mann. In wie viel Parts? 24. Respekt. Aber dank Let's Play Together sind. Ja, natürlich! Ich fahr wie der letzte Homekey mal wieder. Ich fand mich gut bis jetzt. Ja, Fünfter. Ey, dafür, dass es 12 gibt. Guck ich kurz zu dir und dann sowas. Ja, Fünfter ist gut. Vielleicht liegt es echt daran, dass ich die Strecke vorhin habe. Und unbewusst. Oder du hast Mario, das ist einer der Standardfahrer. Super. Also haben die für Anfänger sind die geeignet. Meinst du? Also ich meine, vorhin hatte ich Luigi. Ich bin mit dem auch nicht gerade gut. Hattest du Luigi? Das war dieses Test. Ja, stimmt. Boah. Wir waren dann noch in der ersten. Ah, jetzt kommt Sechster. Ey! Ich weiß gerade ein. Siebter. Okay, dann Achter! Diese Katastrophe. Unbeschreiblich. Wo ist Neunter? Hinter mir. Komm gerade. Da ist er. Sie. Es. Neunter. Was war das gerade? Ich hab's nicht gesehen. Ich glaube, es war Daisy. Immer wenn ich zu dir gucke, baue ich hier Fehler. Ja, so würde ich nicht gerade sein. Aber ich guck zu lange zu dir, nicht nur kurz. Ja, ja, ich weiß. Vor allem, weil du so lange irgendwas Lustiges machst. Lustig, Mauer! Dieses Drehen und immer nehme ich auch den rechten Abzweig, der draus definitiv der schwierige ist, finde ich. Was? Beide sind noch gleich. Ich finde den rechten unangenehm. War schon das Runde? Cool. Gut, dass du es ankündigst. Ich habe schon verpasst. Als ob du besser fährst. Wir müssen echt ein. Jetzt doch, ich verabschiede mich von dieser. Oh, diesmal nehme ich keinen. So gut. Ach, da ist schon fertig. Ja, Junge. Ah, Center, da ist Center noch. Ah, ne, damit nicht. Der nimmt Abkürzung und kriegt trotzdem vor dir, oder? Ne. Ey, noch beide bekommen. Siebter. Siebter ist schlecht, zu schlecht. Dafür, dass ich vorher Vierter war. Schlechtere Hälfte, ja. Stimmt, auch noch nicht mal die Hälfte geschafft. Definitiv Handlungsbedarf hier. Siehst du das Glas halb leer oder halb voll? Total leer. Also, hier ist nicht mal ein Millimeter drin. Ich habe Ansprüche, die sind dem gar nicht gewachsen hier. Oh, hier. Das ist aber was aus dem ersten Mario Kart, kann das sein? Nein! Das sieht so. Wir fahren gar keine Retro-Strecke im Moment, die Mensch, kommen erst noch. Kennst du diese Strecke von früher, wo diese Eisenbahn noch rumgefahren ist? Ja. Die erinnert mich total daran. Die gibt's in Mario Kart 7. Ja, das mag ich sagen. Das Kart von Mario hat sich ja mal richtig süß an. Benutzt du die Hupe? Das ist so ein ganzer Wespenfaller. Guck mal, ich kann Mario springen lassen. Oder? Wie kannst du springen? Also Mario. Ich weiß nicht, wenn ich manchmal hupe, dann reagieren die Charaktere. Ich weiß aber nicht wann. Diese springen, ich bin das leid. Soll ich wieder auf die Fahrt konzentrieren? Hey, ich bin Erster, wusstest du das? Nein. Aber die Kurve kann ich irgendwie hier nicht. Ich weiß nicht warum. Eine Kurve kannst du nicht, ja? Okay, ich melde mich mal wieder, wenn ich die Probleme habe. Guck dir das an. Eine Kurve, aber dreimal Mist. Ja, die Kurve, genau die Kurve kann ich nicht. Okay, gut, immerhin. Zuspruch von ganz oben. Das ist eine schwere Kurve jetzt. Von ganz oben. Also du bist doch gerade erst. Ah, ne, ich mal von erst. Echt hast du das gesagt. Na gut, aber ich muss sagen, ich gehöre dazu den Besten.
Boah. Online bin ich gar nicht so gut. Es gibt aber da draußen jemanden, der besser ist. Ich spiele ja nicht sowas. Mhm. Vor allem die Japsen. Spielen ja ununterbrochen. Kann man genauso gut über die Amerikaner oder auch ins Deutsche sagen. Nee, die Japsen sind dafür bekannt. Okay. Gut, ich meine, das kommt aus ihrem Namen. Vor kurzem hat ja irgendjemand noch Rekord unterboten von Super Mario Brothers. Inwiefern? Dauert es aber. Nee, schnell durchzocken, Zeit, Highscore-mäßig. Wie lange wird man ja da gebraucht? Man hat sich nicht vorm Ende, weiß nicht, aber irgendwas 0, paar Sekunden schneller als der letzte Rekord, ja. Und man kann es immer weiter unterbieten. Ja, irgendwie schon, komischerweise. Und das Jahre nach dem Release. Boah, ich meine, ich will auch noch Crash spielen. Das ist auch Jahre nach dem Release. Das können nur leider nicht immer. Alter, komischerweise. Und ich muss sagen, ich liebe zwar Mario Kart, aber Crash ist für mich was so ein Racing und geht all time. Ja gut, dank dir habe ich auch mit Crash ja meine Verbindung gehabt. Mhm. Auch die Jump'n'Run Games waren hier so gut. Yeah! Womit du eher Freude hast. Habe ja auch schon das allererste Let's Plays. Nein. Oh, keine da. Oh. Doch. Schon wieder siebter? Ja. Was geht ab? So viel zu, es wird besser. Es wird besser. Du bist sechster zusammen mit Daisy. Sechster, das ist gut. Und Bowser. Steiger ich gerade mal dran. Hauptsache alle 12 Punkte da unten. Was waren die beste Platzierungen überhaupt bis jetzt in diesen Spielrennen? Was? Also ich war schon mal erster. Für mich persönlich insgesamt nach 4 Rennen. Fünfter war ich mal? Ich glaube nicht. Weiß nicht. Würde ich anzweifeln. Wir haben Videobeweise. Richtig. Wann kommt der nächste Part hoch? Direkt morgen? Oh, nee, ja. Ich muss doch rendern und blablablub. Nacht durchmachen, da geht alles. Ach, das war auch. Schlaf, über. Ich lasse es am Montag rendern. Ach Gott. So. Jetzt kriege ich den Start mittlerweile hin, also das ist ja, das muss sein. Respekt. Word. Miau. Oh, das war die beste Combo, das muss ich mir reinziehen. Part 3 ist das? noch nicht missgebaut. Ich denke 24 bis sind hier hin. Oh, was ist das? Genau, mit dir zusammen. Ah, da bist du ja. Ja, da siehst du mal. Ich glaube, ich habe gerade der Schluck aus Alter, dem Wasser. Alter, du warst das. Hier, Bombe. Ich hab nicht abbekommen. Kann ich. Oh, jetzt kommt der mit seinem Stiefel da an. Mit seinem Stiefel? Das ist eine Faust! Was auch immer das kann. Der schlägt doch eindeutig drauf. Hi. Ja, so getreten. Ja, so lange hast du mich nicht vorhin gesehen, ne? So weit im Moment. Ich hab auch gerade nichts. Hier kürzt mindestens ab über das Ding, genau. Und trotzdem hole ich dich ein. Was machst du denn immer? Ich springe. Statt zu driften. Was bist du für ein Hoppelhase? Und das mit Mario, ne? In der Kapsel. Schon eine Runde vorbei. Von 3 in die Kurve, glaube ich, rein, mit 7 zurück. Willst du den Part immer noch ansehen? Nein. Doch, die ersten 20 Sekunden, die sind, die muss ich mir einen runterladen und einkarieren. Beziehungsweise, die gibt's nicht mehr. Oh, ich habe gerade Rückenschmerzen, merke ich. Ich kann gerne so einen Holzbalken hinten an dir befestigen. Was soll helfen? Aspirin war es ja, gell? Aspirin? Ja, irgendwie hilft es ja auch jetzt gegen andere Schmerzen und so. Also ich nehme Aspirin überhaupt nicht. Ich nehme es überhaupt nicht. Oh, ich komme gerade in einen Anfang. Oha! Voll das Gegenteil. Ich bin auf den ersten Platz gerutscht und du auf 10. Du warst vorhin aber auch dritter wenigstens. Zu deiner Verteidigung. Erst muss ich das Müll gebaut habe. Schaffe ich es überhaupt noch rüber? Ja. Okay, ist das hier immer wieder meine Pilzchen. Wie Mario versucht hier zu tricksen, das nervt. Oh, warum denke ich mal rechts rum geht's? Aber sieht auch vorhin. Ja, wegen Spiegelmodus, aber es sieht auch so aus. Nein, ist wieder Spiegelmodus. Alter, jetzt, ne. Die Katze fühlt sich verarscht. Am beknacktesten Moment habe ich. Oh Gott. Ich glaube, ich habe generell Probleme auf Strecken. In denen das einfach nur bergab geht. Ich bin, denke ich, gleich bei dir. Wo dieser Luftikus mich hochbringen muss. Wer ist der nochmal? Lucky Dude. Luftikus. Jetzt kommt er mit seinem Stiefel wieder. Du hast recht, das ist seine Faust. Jetzt sehe ich das. Natürlich! So einen Weitblick habe ich auch nicht in dem Game, aber es kommt mal. Oh Gott, so viele. Ich entwende dir deine Wii U für das Wochenende. Ach so.
nächste Woche haben wir aber schon verplant, aber das geht nicht, warum denn nicht? Komm, ein paar für dich noch aufhalten, aber du bist 12 da! Ja, ja, das war total versagt. Total Schaden. Zum Glück habe ich den Vollkasten. Jetzt kommt gleich die Meldung. Ach komm, das lassen wir aus. Verdammt, wirklich, das hat geklappt. Ach stimmt, das ist auch so ein Kritikpunkt, gell? Hm? Wenn man zu zweit spielt, ja. Das Rennen ist nicht vorbei, bis alle menschlichen Spieler im Ziel sind. Das ist doch gut. Das bedeutet, wenn irgend so ein Frecher daneben dran sitzt, wenn man zu viert spielt ja. Zum Beispiel, und der einfach nicht ins Ziel fährt, dann gibt's eine Faust. Problem gelöst. Ja, aber online ist auch so. Nee, online, nee. Wenn der erste ins Ziel fährt, gibt's gut. Eine Regel, 30 Sekunden oder so, dann das ist es schon vorbei. Besser. War nur blöd früher bei Mario Kart Wii, als irgendjemand gecheatet hat. Mhm. Man hat die erste Runde gefahren, plötzlich steht da 30 Sekunden ist der erste im Ziel. Hat man sich voll verarscht gefühlt. Oh, guck mal, welche Strecke, Bobby. Freue ich mich schon wieder auf sowas. Oh, da hab ich schon mal einen Schnellstart, dann klopp ich alle weg. Komm, ich verbinde dich. Wo bist du eigentlich? Zweiter. Gut, dann komm mal her. Ich muss Baby Mario einholen. Dein Baby nervt. Deine Version. Way. Ist das irgendwie meine Strecke? Oder ist das so ein riesen Ember? Oder ist das einfach nur normal? Nö, ist Sterne, Alter. Ist ganz neutral. Oh, ja. Diese Strecke ist ja auch so der Wahnsinn. Siehst du? Geht eigentlich noch. Schön fahren. Die kann man auch irgendwie schön abkürzen, ne? Aber ich kenne die Wege leider nicht auswendig. Man kann ja, es gibt ja irgendwo zwei Abzweigungen. Und du siehst die andere Strecke ja immer wieder. Du kannst theoretisch dann immer wieder wechseln, wenn du runterspringst und nochmal runterspringst und so weiter. Mhm. Da kann man voll abkürzen, aber ich kenne, wie gesagt, die Stellen nicht genau. Und besonders dann im Spiegelmodus. Okay. Wie fährst du zum ersten Mal hier, ne? Spiegelmodus, ja. Was wir quasi zu sagen. Auch alle spielen im Spiegelmodus zum ersten Mal. Mhm. Ja, ja, ist schon klar. Baby Mario nervt. Pfeif mal den Kleinen da zurück. Ich habe so ein bisschen meine Phasen, wo ich gut bin. Ich bin dann hier vorbei, runtergeflogen. Das war eine Pause, das bin ich auch nicht mehr. Oh, falsch rum. Gut. Da wollte ich gerade springen, da verabschiedet sich die Rampe. Als ob sie gesehen hat, alles klar, er kommt gerade. Bei dem musst du runter. Ja, jetzt kommt der Willi. Der Willi. Hausmeister. Willi, wie wissen. Nein, ich verbinde da eher den Hausmeister auf Simpsons. Super, Willi, dankeschön. In der Kurve lässt du mich raus, so stelle ich mir das vor. Ja, ist auch so ein Tricks, Willi. Ja, ich hab's aber auch ohne Willi versorgt. Das hat nicht schon seine Schuld. Zehnter. Ist auch eine Eins dabei. Aber auch selten auf die Münzen, muss ich sagen, ne? Du hast 5. Ja, zufällig. Gehabt, 2 jetzt. Danke, Willi, nochmal. Egal, auf welche Seite er steht, hey, das schade. Ich hab 2 Einser. Ich hab nur eine Eins. Jetzt hab ich eine Eins. Ich denke, es wird nix. Das sind echt meine Hassrennen hier. Nein! Was? Jetzt kurz vorm Ziel! Schau immer noch. Nein! Der blaue Panzer verarsche hier! So, du beschwerst dich also, dass es zu lang dauert, dass der letzte ins Ziel kommt. Überleg dir nochmal deine Aussage. Hast du noch was vor, Alter? Du bist ja wirklich am Ende der Welt. Achso, danke für den Aufbau. Scheinbar. Oh! Jetzt also nicht so runterfallen, anders runterfallen, ups. Fast wär's weg gewesen. Ja, was, mein Mikro hält's aus. Da ist kurz in einem Ziel, außer du. Ach so, boah, ich gehe ja schon ab und denke, alles klar, Elfter kannst du noch werden. Nee. Guck, vorhin habe ich die Kurve nicht so toll gekriegt. Immer wenn keiner da ist. Was ist das denn für eine Blume? Das ist die Hupe. Das ist eine süße Hupe. Eine Blumenhupe. Und damit erster Zehnter. Oh, ich bin eines Marios unwürdig geworden. Und damit haben wir die 9 Strecken von Mario Kart 8 beendet, gell? Mm. Jetzt kommen die 4 Retro Cups. Hast du ein Kaugummi? Was für ein Übergang. Ja. Ich such mal gleich. Jetzt nochmal die Zusammenfassung von mir. Hoffentlich wird die letzte Strecke ausgelassen. Bam! Gut erwischt. Ich hoffe, meine Combo aus der dritten Strecke sieht man. Ich glaube, zwei. Irgendwie nur eine Strecke zeigen sie meistens, gell? Mir ist aufgefallen. Bis jetzt ja. Du hast recht. Deswegen wird sie wahrscheinlich auch. Nein, wird sie nicht. Vielleicht, weil ich dann nur Erster geworden bin. Kann sein. Das beobachten wir mal in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt: Let's play together. Erstmal meinen Pokal hier genießen. Mensch, da wollte ich mal ein Outro bringen.
Abmoderation wolltest du machen. Mhm. Ich bin 10. Das ist ja die schlechteste Platzierung. Mit der meisten Erfahrung jetzt von mir. Probier es beim nächsten Mal besser. Mhm. Also bis dann. Ciao. Traumhafter Pokal übrigens. Ja, ich sehe gerade etwas eingraviert auf der Rückseite. Mein Gott. Guck, da ganz klein, siehst du's? Der Winner wahrscheinlich. Admiral, okay. Mario, gerade irgendwas. Ja, ja. Schwamm. Voll die Schwamm. Oh, Schwamm. Wir sind von ich bin von keinem Schwamm begeistert, speziell nicht von dem Unterwasserlebende. Das ist der größte Schwamm. Schwammkopf. Heißt der mit Nachnamen so? SpongeBob Schwammkopf. Stimmt. Musst du nochmal reingucken. SpongeBob. Gibt's übrigens auch in Tomodachi. Heißt Squarepants im Englischen und im Deutschen Schwammkopf. Da hat man in Deutschland echt einen Schwamm auf dem Kopf gehabt. Ah, die Helligkeit ist zu hell. Nee, der Satz ist logisch. Nein. Die Helligkeit ist zu hell eingestellt. Gucken Sie hier, was hier steht. Helligkeit. Die Helligkeit ist zu stark oder schwach, aber nicht zu hell. Sie ist zu hell. Das ist...